Saluton, mi estas en la Esperanto Cafeo en Herzberg. Citie hodiaŭ estas malfermo tago pri unu artisto, Ju Harin. Hey, aber keine Sorge, es geht auf Deutsch weiter. Das war nur ein kleiner Ausflug ins Esperanto, das ich im Internet lerne. Ist natürlich nicht perfekt, aber man bildet sich halt immer ein bisschen weiter. Wir wollen heute schöne Bilder entdecken, die der Herr Ju Harin hier ausstellt. Und es sind auch schon einige Gäste da, die mit Fahrrädern zum Teil angereist sind. Ist also eine sehr coole Aktion. Deswegen immer mal im Esperanto-Café vorbeischauen. Hier wird man freundlich empfangen und es gibt immer was zu gucken. Hello, I'm Harin from South Korea. And I visit here, Herzberg, Amherst, for maybe 3 weeks. So, I like this town very much, very clean and old wood frame houses. Yes, and also I like Heart National Park. It is many Christmas trees. And I am here to show my pictures, it's my work for sale, and it is it's a label. From red to purple, each four set have their own colors. You can see my pictures at Twitter at Juarin, and also I have homepage at juarin.com. Maybe he will subtitle. thank you. Anyway, nice to meet you. Nicht vergessen, im Esperanto-Café gibt es einen herrlichen Innenhof. Hier werden zum Teil gerade Bildchen ausgestellt von dem Herrn Harin, wenn ich den Namen jetzt richtig im Gedächtnis habe. Hier sieht man so einen kleinen Aussteller. Da ist also in normaler Fotogröße was dargestellt. Ich nehme natürlich nicht alles vorweg, damit die Leute weiter neugierig bleiben und hierher kommen. Ich finde es zum Teil auch sehr schön, dass er hier Schwarz-Weiß-Aufnahmen gemacht hat, die also wirklich meiner Ansicht nach ausdrucksstark sind. Das macht also Spaß, da auch die Details zu entdecken, sich Gedanken über die Bildaufteilung zu machen. Das ist also eine sehr coole Sache. Und der Esperanto-Laden oder das Esperanto-Café füllt sich langsam. Hier ist noch draußen ein bisschen Platz. Hier kann man übrigens generell sehr schön sitzen. Und gerade spielt das Licht auch nicht so mit, deswegen bewege ich mich noch ein ganz klein bisschen, damit man hier diese Fotos noch sehen kann. Ich gehe gleich mal rein und gucke, ob mir da vielleicht noch jemand was in die Kamera spricht. Das hier soll halt nur ein bisschen Appetit auf die Vernissage machen. Hallo, mein Name ist Carsten. Ich bin ursprünglich aus Hamburg geboren, aber schon seit vielen Jahren in Belgien am Wohnen und Leben und Arbeiten. Ich bin hier als Esperanto-Sprecher nach Herzberg gekommen, um einerseits diese Vernissage von Ju Harin zu sehen, aber auf der anderen Seite haben wir das verbunden. Wir sind eine Gruppe von Radfahrern, die alle gemeinsam Esperanto sprechen und als verbindenden Punkt haben Herzberg benutzt, oder genutzt besser gesagt, um von hier aus Tagesausflüge zu machen mit dem Rad zum Beispiel nach Einbeck in das Fahrradmuseum, aber auch auf die Spitze des Brockens hinauf und machen halt eine Woche lang Ausflüge. Meine Frau und ich, wie gesagt, wohnen in Belgien. Wir werden von hier aus nächste Woche zurückfahren, durch das Sauerland gemütlich, um noch ein bisschen Urlaub zu genießen. Und freuen uns, wie gesagt, dass wir hier den sehr herzlichen Empfang genießen durften, eine schöne Atmosphäre, das Esperanto-Café kennenlernen die Vernissage noch sehen dürfen mit einigen interessanten Fotos und Kontakten aus der ganzen Welt. In unserer Gruppe haben wir Leute aus Belgien, aus Niederlanden, aus Deutschland. Und ja, Esperanto ist das, was uns verbindet als gemeinsames Austauschmittel. Hey ho Leute, da habe ich ja Glück gehabt, dass ich direkt meine Takes machen konnte. Es wird nämlich voll. Ich kann nur empfehlen, schaut immer mal wieder im Esperanto-Café vorbei. Hier gibt es super leckeren Tee und immer mal wieder auch solche Ausstellungen. Natürlich kann man, wenn man sich traut, auch Esperanto sprechen. Da gibt es also immer mal wieder gute Gelegenheiten. Und bevor ich mich in das Getümmel stürze, nicht vergessen, den Channel zu abonnieren und teilt das Video in euren sozialen Netzwerken. Das wäre ultra cool. Vielen herzlichen Dank dafür.